Sie sind die erfolgreichsten eineiigen Zwillinge Deutschlands, Bill und Tom von Tokyo Hotel. Das war's dann aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Der eine keusch und brav, der andere wild und ungezähmt. Beim gestrigen Videodreh in Berlin plauderten Bill und Tom so offen wie noch nie über Sex oder Nicht-Sex im Tokyo Hotel. David Motjarat war dabei. Kalt war es gestern Nacht in Berlin und der Heizstrahler der wohl heißbegehrteste Platz für die Jungs von Tokyo Hotel. Aber half ihr alles nichts. Das Video zur neuen Single Spring nicht musste trotz Minusgraden in den Kasten. Gemütlich war noch keiner, aber das der zählt wieder zu den Ungemütlichen. Ich glaube, das ist wieder auch das war der Schlimmste. Ich glaube, das war der Spitzenreiter. Ja? Tja, und was macht man sich in solchen Momenten? Genau, warme Gedanken. Im Fall von Tom sogar sehr heiße. Einem Schäferstündchen mit Fan hört zum Beispiel nach Drehschluss ist er nie abgeneigt. Ja, richtig. Also ich sehe das immer nicht so eng. Ja? Also locker würde ich nicht sagen, aber nicht so eng sehe ich es nicht. Ja? Und da kann das schon mal vorkommen, dass der eine oder andere das Thema mal von innen sieht. Ne? Sein Bruder Bill, das krasse Gegenteil. Seit 2 Jahren ist er ungeküsst. Also manchmal ist es schon so, dass ich mir denke, so, okay, das wäre schon schön, so abends aufs Zimmer zu kommen und du siehst, da ist jemand und du hast irgendwie Angst. Wie sieht das bei mir immer bei so dir? Ich komme aufs Zimmer, da ist immer jemand. Ja, nee, also das vermisst man schon auf jeden Fall. Keusch versus wild, das birgt brüderliches Streitpotenzial. Ja, wir sind da schon total verschieden, das war aber auch schon immer so. Also, das war aber schon immer der Langweiler von uns beiden. Ja. Bei mir hat sich das auch, glaube ich, immer mehr so entwickelt, dass ich wirklich da total vorsichtig geworden bin, was es angeht. Und dass ich wirklich irgendwie mir genau das überlege, wenn ich mit jemandem zusammen bin und dass es dann auch was Festes ist. In einem Punkt sind sie sich aber einig. Das neue Album Zimmer 483 erscheint morgen und ist der ganze Stolz der Band. Wer dann möglicherweise mit wem auf welchem Zimmer die neuen Töne genießt, wir sind gespannt.